Das Grill, was macht der Vierschichtdiode? Also beim Erreichen der Kippspannung ist er nicht ohne. Und beim Unterschreiten des Mindeststromes ist er heute schon auch ohne. Wozu kann man es brauchen? Ja, man muss einmal ganz niederhaltig ist und einmal ganz hoch. Und das ist jetzt am Angreifen schon, was das ist. Erst Wiesgrill, du bist Elektriker. Da gibt es einen Grund. Das ist einmal ganz niederhaltig und einmal ist ganz hoch. Schalter. Naja, wer hat denn das gesagt? Was? Ja, was ehrlich gesagt. Sollte das hier noch einmal passieren, dass ich irgendwann frage, da, und er kann mir diese nicht und keine Auskunft geben, dann kann auch die Schularbeit einen Einser schreiben, der kriegt mindestens oder maximal einen Vierer. Dass er das nur sonnenklar ist. Also, was warst denn du gestern? Ich war Fußballspiel. Du hast doch keine Freistellung gehabt. Ja, was, ey? Der Trainer sagt, dass wir die rausschmeißen. Bitte? Wenn wir die rausschmeißen. Ja, der Trainer hat gesagt, die soll ich nicht von der Wand ab. Du weißt ja, du hast den Trainer zu der Höhe her. Ja, er hat gesagt, die soll ich nicht von der Wand ab. Der hat einfach eine Freistellung schon gegeben. Sag einmal, also jetzt will ich recht präsent. Bist du deppert? Oh nein. Oh ja. Was erzählt man für Quatsch? Der Trainer sagt, das soll mitfahren. Ja. Na, wer ist denn der? Der erzählt ja überhaupt nichts da. Na, bist du deppert. Aber der Trainer nimmt was nicht. Hm? Seid ihr angeregt, sagt ihr wohl? Was tust du die ganze Zeit da? Guck dich nieder, Herst, weil sonst krieg ich einen Anfall, Herst. Das ist ja eine Sauerei, dass nicht hecker geht, Herst. Da fährst du ja wirklich weg, Herst. Wie viele Aktien soll man noch aufzeichnen? Noch 2 Millionen? Dass du weißt, wo du die Zeit nur ist und was weitergeht? Bitte, ja, zeig nicht, dann zeig du. Der weiß ja nicht, was Zeit ist und gar nichts. Der weiß nicht, wo oben, links, rechts und überhaupt nichts. Deswegen sag ich mir, Bäcker, das hat doch keinen Sinn, merkst du das nicht? Das ist ja seine totale Ahnungslosigkeit. Er hat überhaupt keinen Schimmer, was das überhaupt sehen könnte, was da drauf. Aber überhaupt keinen. Wenn jetzt alle geht auf die Straßen und irgendwem aufzahlt, kriege ich genau dieselbe Situation, wie ich jetzt habe. Aber wenn ein normaler Mensch da ist, der weiß das sofort. Aber du guckst 10 Wochen vor, hast aber den Nullschimmer.